106 in der ersten Gruppe haben wir hier an die Spitze gestellt. Ein Quarterback, Hotline, Don Primiero Fohlen, am 19. Mai geboren, ein Hengstfohlen, das uns sehr gefallen hat, mit großen Linien, sehr korrekt ist, vielleicht noch eine Idee verlegen vorne, aber dieses Fohlen, knapp 4 Wochen alt, muss man auch hier abwarten können, was die Natur nachher regelt. Aber eins ist schon gewiss, es hat einen hervorragenden Trabablauf, sehr guter Antritt, ein sehr schönes, erhabenes Vorderbein, wie man es heute wünscht. Ein Fohlen, das uns auch im Schritt überaus gut gefallen hat. So, es folgt die Katalog Nummer 102. Ein großliniges Fuchsfohlen vom Destano aus einer Weltbogen Giorgio Armani Mutter. Eine schicken Stute, die sich hier vor uns hinstellt. Dieses Fohlen sehr korrekt. Auch im ganzen Fundament hat uns sehr gefallen. Große Proportionen, alles passt hier zueinander. Dieses Fohlen hat eine gute Trabbewegung, konnte aber vielleicht im Ausdruck und Antritt mit dem ersten nicht so ganz mithalten. An die dritte Stelle haben wir hier heute die 101 gesetzt. Das erstgesehene Fohlen vom Don Olimbrio, dem holländischen Jazz-Sohn, abstammend aus einer De Niro Schwadroneur Effekt Trakehner Abstammung, die Mutterstute. Ein Fohlen, das sehr gut ankam, das wir auch gern leiden mochten, noch im Augenblick mit seinem Fohlenhaar etwas stumpf wirkt, vielleicht noch nicht die Ausstrahlung hat, aber auch das wird im Haarwechsel dann kommen. Einen hervorragenden Bewegungsablauf im Trabe. Die Katalog Nummer 103 kommt als nächstes, ein Hengstfohlen vom Don Federico, Mutter vom White Star Monte Cantal aus der Zucht von Janina Mathiesen. Ein Fohlen, das hoch aufgesetzt ist, eigentlich etwas zu prahlerisch hier auf uns zukam. Etwas gegen den Hals dadurch auch läuft, so etwas kann man nicht ganz übersehen, aber auch das sind Entwicklungsphasen, die mit Sicherheit irgendwann wieder nachlassen und das haben wir bewerten müssen. Ein sehr korrektes Fohlen im Ganzen, sehr gut gestellt in den Fundamenten, eine gute Bewegungsablauf, wie gesagt, eine Idee für den heutigen Geschmack zu stark. Gegen den Hals, das kommt aber, dieses Fohlen richtet sich groß auf, ist neugierig, wenn der mal den Hals fallen lässt. Und das wird er tun, sieht das alles anders aus. Herzlichen Glückwunsch für dieses Don Federico Fohlen. So, es folgt die Katalog Nummer 118. Am 22. Mai geboren, dieses DiMaggio Fohlen aus einer Fiedertanz. Limbrand Mutter vom Jens Quist aus Dänemark. Ein unheimlich edles Fohlen, sehr schick, stellt vorne vielleicht noch eine Idee verlegen, aber bitte, das Fohlen ist noch keine 4 Wochen alt, sowas korrigiert sich mit der Natur in der Regel von ganz alleine. Was es heute noch nicht so konnte, war so die Losgelassenheit im Trabe, bei sehr gutem Schritt, ein sehr korrektes Fohlen ansonsten. Herzlichen Glückwunsch für dieses junge DiMaggio-Fohlen. Und die 104, die sie nicht und wir auch nicht im Katalog hatten, ein braunes Hengstfohlen vom Decurio aus einer Sanremo Don Federico Mutter. Die Zuchtgemeinschaft Schulz stellt dieses Fohlen vor, am 14. Mai geboren. Ein sehr hübsches Fohlen, springt sehr gut an. Es könnte Idee im Ganzen großzügiger konstruiert sein. Heute wirkt es ein wenig geschoben und hat damit auch vielleicht noch nicht den nötigen Vortritt und wie wir uns das wünschen würden. Aber auch das warten wir mal ab, denn die Entwicklung dieses jungen Fohlens hat ja gerade erst begonnen. Ein sehr guter Schritt. Dankeschön für dieses Fohlen.
Dieses Fohlen hat diese Abteilung gewonnen. Ein Skuderier, Rainer Danzier, Mutter Weltmeier. Dieses Fohlen hatte einen energischen Antritt und dabei auch Vortritt. Im Schritt war überragend, schön durch den Körper losgelassen. Vielleicht konnte man, wenn man was Zweites Negatives sehen, wenn das Fohlen steht, etwas tief angesetzten Hals. Aber er kann es in der Bewegung schön komprimieren. Das heißt, er trägt den Hals, wird groß und der Ablauf geht durch den Körper. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Zweiter Stelle hatten wir einen Fürstenball, Loxley Escudo. Dieses Fohlen hat ein sehr super leichtes Fundament, aber sehr korrekt. Sehr schönen Ablauf, vielleicht könnte er etwas mehr über das Vorderfußwurzelgelenk krabbeln, dann hätte ihn vielleicht auch noch weiter vorne platziert. Trotzdem, wenn der Charme, dieses Abgehakt durchkommt, das heißt die dunkle Jacke kommt, hat dieses Fohlen sehr viel Ausdruck, sehr viel Charme und ist mit einem guten Fundament drunter, was eigentlich auch für die Zukunft sehr wichtig ist, damit wir auf ordentlichen Füßen gestellt sind und die Pferde. Vielen Dank. An dritter Stelle haben wir einen Dante Veltino, Sanremo, Kabit. Schönes Auftreten, viermal weiß, Rappfarbe, schön Kess. Mit ganz viel Takt in der Bewegung, wurde dann leider im Schritt etwas schwächer. Das ist vielleicht im Moment durch die Nierenpartie, die etwas stramm ist, aber ich glaube, das ist auch etwas entwicklungsbedingt bei dem Fohlen noch. Der Gesamteindruck war sehr positiv, also der Takt ist im Endeffekt nachher auch beim Reiten ausschlaggebend und nicht der unbedingte Vortritt jetzt als Fohlen. Also das heißt, dass das Pferd Druck auf Hinterbein hat. Herzlichen Glückwunsch und danke. Als nächstplatzierten sehen wir einen Fohlen Foundation aus einer Larino Mutter. Fohlen ist schon recht weit entwickelt, mit sehr viel Substanz, hat sehr überzeugende Trabrunde. Im Schritt verlor er etwas, weil er der Ausdruck fehlte etwas, etwas tief angesetzten Hals, ein bisschen tiefes Sprunggelenk. Dadurch war der Bewegungsablauf aber schön energisch und geregelt. Im Schritt könnte man sich auch ein bisschen mehr Großzügigkeit wünschen. Vielen Dank. Als nächstes sehen wir einen Rubin Royal, Don Federico Fohlen. Ein Fohlen, was auch viel Charme hat, was leider im Trabe etwas hinten angehängt war, also den Druck nicht kam auf Hinterbein. Sehr fließende Bewegungsablauf hatte, aber trotzdem der letzte Druckpunkt in der Bewegung fehlte etwas. Schritt war gut geregelt und das Bein war gut gestellt. Vielen Dank. Als weiteres Fohlen sehen wir einen Heinrich Heine Voronov. Fohlen, was auch in der Trabrunde einen schönen Ablauf hatte, etwas hinten raus war in der Bewegung, trotzdem mit viel Charme. Der Schritt war sehr gut. Durch den Körper schreiten, eigentlich das Beste und der große Rahmen dieses Fohlen. Also das ist ein wirklicher Zuchtfortschritt, wenn man die Mutter sieht und jetzt dieses Fohlen, dass es sehr viel mehr Rahmen mitbekommen hat. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Erster Jahrgang, Livaldong aus einer Light and Easy Mutter. Ein Fohlen mit einem leichtfüßigen Ablauf, etwas zur Zeit etwas unruhigen Obstlinie. Das ist aber oft auch entwicklungsbedingt. Das muss man mal abwarten, wenn man das Fohlen 2-3 Monate älter sieht. Schritt war in Ordnung. Es fehlte im Endeffekt auch ein bisschen der Druckpunkt am Hinterbein. Aber trotzdem, ich glaube, in 2-3 Monaten entwickelt sich das Fohlen auch von der Oberlinie noch etwas besser. Vielen Dank. An die Spitze gestellt haben wir heute hier die Katalog Nummer 150. Dieses Hengstfohlen vom Publikum aus der Clinton 1 von Tendro Mutter aus der Zucht von Rudolf Kühnert. Ein Fohlen, das uns auch als springbetontes Fohlen sehr gut im Bewegungsablauf gefallen hat. Ein sehr gutes, korrektes Fundament aufweist, harmonisch gestaltet ist, sich hervorragend galoppierend bewegt. Ein Fohlen, das eigentlich alle Voraussetzungen für beides, sowohl als auch, aber auch eben als Springpferd, die wir meinen, mitbringen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Fohlen Katalog Nummer 150. Dicht gefolgt die Nummer 147, ein Fohlen mit sehr großen Linien, ein Fohlen, das vielleicht eine Idee, dieses Levison-Fohlen aus der Zucht von Angelika Kämmerer, dieses Hengstfohlen vielleicht einmal eine Idee nach hinten raus war, aber auch hier eine sehr gute Galoppade zeigte, ein sehr korrektes, ebenfalls sehr ansprechendes Fohlen. Auch hierzu herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die weitere Aufzucht.
An der dritten Stelle die Nummer 145, dieses Zentpolen, geboren am 6. März. Der junge Mann ist schon ein bisschen cleverer und agiler, der weiß sehr genau, worum es hier heute geht. Auch hier ein Polen mit viel Riss, mit wunderschöner Aussatz. Ein Polen mit vielleicht im Augenblick ein wenig verstecktem Widerriss, aber das sind alles Entwicklungsphasen, die wir kennen bei den Polen. Es handelt sich, wie gesagt, ja, um eine Momentaufnahme, ein sehr guter Schritt bei diesem Polen. Haben uns überzeugt, zu diesem an dritter Stelle zu setzenden Zentpolen aus der Zucht von Rudolf Grüner. Herzlichen Glückwunsch. So, und es geht mit der gleichen Zuchtstätte weiter. Die Nummer 148 stellt sich hier vor, das Lordanus-Fohlen aus der Accurado-Watzmann-Imperator-Stute-Linie. Ein Fohlen auch hier zurzeit ein etwas unglücklicher Entwicklungszustand. Ein sehr stark überbautes Fohlen, dadurch wirkt Widerriss und die ganze Schulterpartie etwas, kommt nicht ganz zum Ausdruck, dieses Fohlen hier, aber dennoch mit sehr schönen Bewegungen, hervorragend geschmeidigen Trabbewegungen, durch den Rücken gehend und ein sehr gutes, korrektes Fundament. Herzlichen Glückwunsch auch hier für die Katalognummer 148. Gratuliere. Und dann kommt unser Benjamin, der Jüngste, 2 Wochen alt, schaut sich hier alles mit großen Augen an, so viel Interessantes noch nie auf einem Haufen gesehen. Ein Fohlen, das zurzeit etwas schwierig zu beurteilen ist, wie wir es meinen. Ein Fohlen, das sehr schön liniert ist, hervorragend schön ist, große Linien aufweist, wo das Hinterbein sich noch ein bisschen korrigieren muss durch die Natur. Das geht alles noch nicht in den ersten 14 Tagen. Ein Fohlen mit einer super Galoppade. Das Fohlen springt auf den Fleck weg an und ist fest und geschlossen im Takt galoppierend, hat es sich hier gezeigt. Wenn ihm auch das Traben zurzeit noch etwas schwerfällt, aber bei so jungen Fohlen ist das nichts Besonderes. Es ist alles interessant für dieses Diarado Game of India Contendro Fohlen. Seine Zukunft im Parcours, höchstwahrscheinlich, schätze ich mal, im Busch, wird hier vorprogrammiert sein. Herzlichen Glückwunsch zu diesem ganz jungen Kraller. Des Weiteren haben wir die Katalognummer 146. Ein Marius Claudius Fohlen aus einer Staccato Lemon Picard Mutter. Auch hier ein Fohlen mit sehr gut gemacht, sehr nobel, ein gutes Fundament, korrekt gestellt, dieses Fohlen in einer Bewegung, die vielleicht eine Idee im Augenblick festgehalten wirkt im Trabe, aber auch hier ein hervorragender Galopp, den es uns zeigte. Und das ist ja das, man muss es immer wieder sagen, die Springen werden später im Galopp gewonnen und nicht in der Trabrunde. Herzlichen Glückwunsch, Familie Wolf, zu diesem Hengstfohlen von Marius Claudius, Mutter Staccato. Aus dem gleichen Bestand die Katalognummer 149, auch hier ein Blinden 1 Fohlen aus einer Valu di Rue Stute. Ein Fohlen, das sehr prahlerisch hier auftrat, hervorragend sich bewegte und sich sehr groß machte dabei, allerdings nicht immer konstant unter den Schwerpunkt trat. Und hier ein Fohlen, das hier auch vielleicht die Dressurbeilage sehr groß geschrieben werden kann, wenn es später mal unterm Sattel gezeigt wird. Ein interessantes Fohlen, das heute nicht gleich auf den ersten Moment ankommt, aber dennoch hohe Qualität aufweist. Herzlichen Glückwunsch. So, und die Nummer 3 aus dem Stall Wolf stellt sich hier vor, die 151, ein Verdi-Sohn, geboren am 21. Mai, aus einer Ramiro San 2 Stute, Grand Ferdinand, ein Fohlen, das
schick ist, große Schulter hat, ein Polen, das im Augenblick auch leicht überbaut ist, Rudolf. Zeit wenig Widerriss aufweist, aber der Schwung oder auch das Schub aus der Hinterhand uns ein wenig zu wünschen ließ. Wir haben aber die Galoppade mit einer sehr, sehr guten Note bewertet, denn auch hier zeigte sich deutlich, dass dieses Fohlen die hohe Gangart vollkommen beherrscht. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben nach vorne gestellt, die Nummer 141 Edward aus einer Blutmutter. Das Fohlen hat leider im Moment eine schlechte Phase, weil es farblich nicht so dominiert. Aber man kann sich da reindenken, das Fohlen hat ein sehr schönes Auftreten, taktsichere Bewegung, vielleicht etwas mehr, oder wünschen wir uns etwas mehr über das vorderes Wurzelgelenk. Dafür aber sehr schön unterm Schwerpunkt, sehr sicheren und geregelten Tritt und eine schöne Nachsicht. Hinten die Gruppenpartie, Nierenanbindung ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute weiterhin. An zweiter Stelle 143, Marius Claudius aus einer Quickstar. Mutter, mal bitte halten. Ein Fohlen, das gleich wie es reinkam, schönes Antreten, sicheren Takt hatte, mittlerer Rahmen, etwas Gesicht und eine leichte Verstellung. Aber das sind Kleinigkeiten, auf dem Kopf reitet man nachher nicht. Und die sieht man auch nicht beim Reiten. Das ist jetzt so diese Momentaufnahme. Was bei dem Fohlen gut ist, der hat schön Antritt und Kraft von hinten, hat eine gut gelagerte Gruppe. Und das ist nachher beim Springpferd sehr wichtig. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. An dritter Stelle 142, ein Fohlen, was ganz viel Blut drin hat. Wir hätten eigentlich gerne noch weiter nach vorne genommen, aber ich glaube, später in der Vielseitigkeit wird es das auch so schaffen. Aber bitte halten. Fohlen mit sehr leichten, korrekten Fundament, sehr viel Schritt durch den Körper schreiten, mittlerer Trappbewegung. Etwas eingesteckten Hals, der sich bestimmt später noch formen lässt beim Reiten und zurzeit auch etwas überbaut. Aber ich drücke den Daumen für den Sport. Ich glaube, auf dem richtigen Wege. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes haben wir Check-in, Accurado, Cartago, Calypso. Also schöner kann man es nicht lesen, dieses Fohlen. Ist in seinem jetzigen Zustand vielleicht schon sehr bemuskelt, läuft auch etwas auf der Vorhand. Aber das ist, glaube ich, weil es etwas überbaut ist. Mit einem bisschen starken Winkel im Hinterbein. Das hilft aber nachher am Sprung ganz gut. Dann haben die Pferde meistens etwas mehr Kraft und können auch etwas mehr abfußen. Auch hier herzlichen Glückwunsch und alles Gute.